Also wir kennen keine Zeit, wo wir nicht gefoltert worden sind. Es gab mal Tage, wo nichts passiert ist, ne? Aber es gab ganz, ganz viele Tage, wo es halt war, vor allen Dingen am Wochenende. Und wir hatten wirklich diesen Schutzmechanismus in uns drin gehabt und konnten dann uns spalten. Ich glaube, oder wir glauben, wir hätten das nicht überlebt. Das ging gar nicht. Eine einzige Person kann das nicht überleben. Auf dem Bild zu sehen, die damals 7-jährige Sonja. Heute die Nikkis. Ein Kind, das in einen religiösen Kult geboren wird. Und seit ihrer Geburt schwerster Gewalt durch ihre eigene Familie ausgesetzt ist. Auf dem Bild nicht zu sehen, sind die Folgen. Eine dissoziative Identitätsstruktur, früher als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt. Um die Gewalt zu überleben, spaltet sich ihre Persönlichkeit in mehrere Innenpersonen. Ja, also ich bin Nikki. Also ich bin Gina. Ich heiße Burkhard. Also ich bin der Toni. Also ich bin die Nino. Hier im nordrhein-westfälischen Gütersloh bestimmen sexueller Missbrauch und schlimme Folterung den Alltag des jungen Mädchens. Ihre Tagebücher und Malereien sind während ihrer Therapie entstanden. Die verschiedenen Handschriften sind das Zeugnis eines Lebens, das zu vielen wurde. Die Nikkis sprechen von sich in der Wir-Form. Sie und ihre Innenpersonen sind durch jahrelange Therapie zu einer Gemeinschaft gewachsen. Wir haben ja nie Liebe erfahren. Wir wurden nie auf den Arm genommen oder so. Und unser Stiefvater, der war immer nur brutal. Ist egal, wann es war oder wie auch immer. Der hat viel getrunken, wie unsere Mutter auch, Drogen konsumiert. Und solche Sachen. Also, dass wir da Liebe erfahren haben, nee, das können wir gar nicht sagen. Auch unsere anderen Geschwister nicht. Es war ja eher so, dass uns viele in diesem Kult missbraucht haben, ne? Und auch gefoltert haben, wo man halt auch trainiert wird, ne? Dass man bestimmte Sachen macht und tut. Also das jetzt alles hier aufzuzählen, wäre, glaube ich, für manche, die sich das anschauen, nicht so toll. Wir können mal ein Beispiel sagen, ist zum Beispiel Ekeltraining. Ekeltraining bedeutet, dass man entweder Urin trinken muss oder Kot essen muss oder rohes Fleisch. Und wenn man das immer wieder ausbricht, muss man es wieder essen. Und man wird dabei geschlagen. Ne, mit einem Elektroschocker oder mit sonst irgendetwas. Durch viele andere massive Gewalterfahrungen als Kleinkind hatten wir diese Fähigkeit, uns zu spalten, also einfach in einer anderen Person zu gehen. Und dadurch sind wir viele geworden. 1991 wird ihr in einem therapeutischen Gutachten eine multiple Persönlichkeit diagnostiziert. Dass es infolge des sexuellen Missbrauchs im Kleinkind- und Kindesalter zu multiplen Persönlichkeitsspaltungen gekommen sei. Ich heiße Michaela Huber. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, Ausbilderin im Bereich Traumabehandlung. Das Ganze mache ich seit 35 Jahren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie jemand sich spalten kann. Aber man muss eines wissen. Wenn das sehr, sehr früh passiert, dass ein Kind massiven Stress erlebt, und zwar egal was für ein Stress, die Gewalterfahrung ist nur eine Art von Stress. Jeder Stress, der auf ein Baby, Säugling, auch intrauterin einströmt, ist eigentlich zu viel. Und wenn es sehr massiver Stress ist, dann wachsen bestimmte Sachen gar nicht erst zusammen. Die Zustände, in denen sie waren, sind wie eingefroren. Es ist nicht wie bei einer Vase, die auf den Boden fällt und zerbricht, sondern bestimmte Teilbereiche der Persönlichkeit wachsen gar nicht erst zusammen. Sodass ein Kind, das massiven Stress hat, so alltägliche Funktionen,
nicht zusammenbekommt. Es weiß nicht, was gestern war. Es weiß nicht durchgängig, wie es sich selber empfindet. Es kann sich nicht gut beobachten. Es ist in der Welt sehr zerfasert. Von Minute zu Minute stellt es sich ein auf das, was gerade los ist. Und eine dissoziative Identität ist immer das. Von allem Anfang an wächst es gar nicht erst zusammen, weil so viel Stress, meistens ist es auch sehr viel Gewalt, ja, muss man schon sagen. Nicht nur medizinische Eingriffe in frühestem Alter, Verlassenheit, Verwahrlosung, all diese Dinge, die natürlich massive Stress bedeuten, sondern meist ist es auch Gewalt und sehr häufig auch sexuelle Gewalt. Die Leute erleben sich wirklich als so verschieden in ihren inneren Anteilen, als wären sie verschiedene Menschen. Für die Menschheit unvorstellbar, dass man sowas überleben kann. Ja? Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir Betroffene, die ritualisierte Gewalt überlebt haben, haben. Na, dass viele sagen, diese massive Gewalt kann man nicht überleben. Aber die kann man überleben, indem man spaltet. Ja, wir sind ja jetzt nur noch in Anführungsstriche 7. Und ja, das ist toll. Wir haben so eine, jeder hat so sein eigenes imaginäres Zimmer. Ne? Ich zum Beispiel, ich als Niki habe so eine Lichterkugel, wo ich mich zurückziehe. Also ich bin eher so ein bisschen, ja nicht esoterisch, sondern eher, ich brauche viel Wärme. Ne? Und Gina ist eher so eine Powerfrau. Die hat sich ja auch immer gewehrt. Also das war unfassbar. Und die hat sowas mit Lichtkugeln überhaupt nicht am Hut. Ne? Also da sind wir wirklich Welten auseinander. Ja, also so ist das bei uns. Ne? Und Nele hat ihr kleines Kinderzimmer mit ihren Stofftieren und solche Sachen. Ne? Die beiden Jungs, die sind eher so mit Musik und solche Sachen. Ne? Diese kindlichen Zustände, die können dann genau so reproduziert werden. Die nennt man Flashbacks oder Abreaktionen, das haben andere Leute später auch. Aber da sind es eben Teilidentitäten bei der dissoziativen Identitätsstruktur. Da ist dann plötzlich ein 2-jähriges Kind, ein 4-jähriges Kind, das denkt immer das Gleiche, das fühlt, das spricht, das versteht bestimmte Witze nicht, bestimmte Ironie nicht. Das malt auf eine bestimmte Weise, nimmt den Stift auf eine bestimmte Weise in die Hand. Das nennt man dann Teilidentitäten, die häufig traumanahe Zustände verkörpern. Darf ich dir mal eine Seite zeigen? Ich bin die Nele. Hallo Nele. Darf ich dir mal eine Seite zeigen? Na klar. Warte mal. Da. Hey. Komm Nele, ich mach das mal. Ich kann das alleine. Guck mal. Das machen wir immer. Das ist unsere ganzen Kekse. Wir waren jetzt, letztes Mal haben wir die gebastelt. Ach, sehr schön. Jetzt Samstag sind die Großen dran und im Dezember basteln wir wieder. Sehr schön, pünktlich zur Weihnachtszeit. Genau. Gerade Innenkinder, ne, die sind, obwohl die ja auch so viel überlebt haben, ne, auch Nele hat ja unheimlich viel erlebt, aber die hat noch so ein unbeschwertes. Das muss ja auch sein, ne, ja. So viel Gewalt. Jetzt mach ich das wieder auf. So, das musst du ja einmal. Wir brauchten lange, um zu verstehen, was macht das Gehirn damit, die Studien zu haben, Magnetresonanztherapiebilder, EEG-Bilder, um zu sagen, ja, das kann man nicht spielen. Selbst wenn Schauspieler verschiedene Rollen spielen, so intensiv, wie sie es nur können, die Hirnmuster sind anders, als wenn jemand dissoziiert und in andere Teilidentitäten geht. Und das hat uns dazu geführt, dass wir international auch die Diagnosen verbessert haben, Diagnoseinstrumente entwickelt haben, um Leute, die kommen und die uns ein paar Phänomene davon zeigen, genau zu diagnostizieren. Ich bin meistens vorne. Also früher war es Sonja, das war ja die Ursprungsperson, aber die ist komplett weg. Ob Anteile zum Beispiel zusammen
gehen oder verschwinden, das hängt im Laufe der Zeit davon ab, wie sich die Persönlichkeit weiter reift und entwickelt. Schafft die das, bestimmte Teilidentitäten ihre Erfahrungen austauschen zu lassen, also die Membrane, die um die einzelnen Teile herum sind, löchriger werden zu lassen, sodass sie zusammengehen können? Oder bleiben die in ihren Abfolgen getrennt? Und die vom anderen Geschlecht sozusagen, die sind entweder in der Fantasie entstanden sozusagen, ich bin ein Junge, ich bin gar kein Mädchen, ja? Oder sie sind aufgenommene Figuren, die man irgendwoher verinkorporiert sozusagen, verkörpert hat, aufgenommen. Es können auch welche Anteile sein von anderen Menschen, mit denen sie sich identifiziert haben. Das hat damit zu tun, dass wir als soziale Lebewesen lernen von anderen. Und wir nehmen den anderen in uns auf, im Guten wie im Schlechten. Aber wer so eine Identitätsstruktur hat, der nimmt alles auf, ohne es zu integrieren. Und so entwickeln diese Teilidentitäten ein Eigenleben. 1% der Bevölkerung hat eine dissoziative Identitätsstruktur. Das sind immerhin in Deutschland, ich glaube dann 820.000 Menschen. Die wenigsten davon sind bei uns in Therapien. Ja? Aber trotzdem, wenn wir 5, 6, 7, 8 oder 10.000 Menschen haben mit solchen Problemen in der Gesellschaft, dann denken alle schon, du liebe Zeit, das ist ja wahnsinnig viel. Ja? In Wirklichkeit laufen noch viel mehr damit rum. Also es war... Nein, ich sag das mal, ich bin Gina, hallo. Also ich habe immer gedacht, dass irgendetwas nicht mit uns stimmt, ne? Weil ich andere Stimmen gehört habe und solche Sachen. Ne? Aber ich habe gedacht, jeder hat das. Jeder Mensch dieser Welt hat das. Ne? Und habe dann nie was darüber gesagt. Und das kam erst raus 1991. Da waren wir schon über 3 Jahre in der Therapie. Und die Therapie sollte eigentlich beendet sein. Ne, weil wir eigentlich so stabil waren, dass das ging. Und dann haben sich aber ganz viele andere Personen an diese Therapeutin gemeldet, schriftlich. Und sie konnte damit, wusste da überhaupt nichts mit anzufangen. Gar nichts. Ne? Erst, ich glaube, Monate später ist sie mal mit dem Zug gefahren und war in diese Bahnhofsbücherei oder wie auch immer und hat dieses Buch Aufschrei gefunden. Und dann hat sie das gelesen und dann kam sie Tage später, hatten wir dann Therapie und dann sagte sie, ich weiß jetzt, was ihr habt. Und das merkt man natürlich dann auch mit Migräneanfälle und solche Sachen. Ne? Ja. Ja. Und ihr habt es ja schon. Schwupp. Aber alles gut, ja? Ja, alles gut. Also Zeitverluste ist für uns so gewesen, dass dann einfach, sagen wir mal, Gina rausgekommen ist, ohne Bescheid zu sagen. Sie hat dann einfach den Körper übernommen und ist dann früher mit dem Motorrad einfach weggefahren, ist wieder zu den Tätern gefahren oder solche Geschichten, wo wir dann halt einfach oder ich dann später aufgewacht bin und habe gedacht, wie komme ich denn jetzt hier hin? Wie komme ich hier in dieses Hotelzimmer? Wo bin ich? Das sind diese Zeitverluste, die ganz viele noch haben. Wo ist die Zeit geblieben? Ja? Zwischen den einzelnen Membranen dieser Teilidentitäten gibt es häufig sogenannte amnestische Barrieren. Die kriegen sich zu wenig mit am Anfang. Zum Beispiel wissen wir, dass vielleicht ist es inzwischen fast 10%, weil wir diskutieren in der Gesellschaft über diese Struktur. Früher war es so, 5% wussten, dass sie multiple sind. Weitere 25% ahnen es. Den Rest finden wir erst im klinischen Setting. Die denken, sie sind so vergesslich. Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstruktur sind seit jeher Gegenstand von Erzählungen in Literatur und Film. Wir fürchten uns vor dem Januskopf, vor Jekyll und Hyde. Internet-Memes belustigen sich an multiplen Persönlichkeiten. Filme und Serien reproduzieren Vorurteile und Stigmatisierungen von multiplen Menschen und bedienen dabei den Mythos gefährlicher oder merkwürdiger Personen mit mehreren Persönlichkeiten. Hi, I'm Mike. I'm Paula. Hey, I'm Dan. I'm a neurosurgeon. Dabei hat die Verbreitung solcher Stigma schwere Auswirkungen für den Kampf von Betroffenen.
bleibt doch die Ursache ihrer Diagnose noch immer viel zu unbeachtet. Das ist ein ziemlich schwieriges Leben mit so einer Identitätsstruktur auf Dauer. Und wir helfen denen, dass sie sich untereinander bemerken und mit dem Ziel, dass sie sich die Informationen weiterreichen können. Und dann wird im inneren Kopf, soll man die Informationen so austauschen können, dass man einigermaßen koordiniert und vernünftig handeln kann. Ja? Aber wer solche Teilidentitäten aufgebaut hat, hat damit spontan erstmal große Schwierigkeiten. Ganz grundsätzlich haben sehr viele von sexuellem Missbrauch in der Kindheit Betroffene Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Ich kann nichts berichten und ich kann über nichts sprechen, was ich nicht weiß. Ja? Das heißt, vor dem Sprechen steht das Erinnern. Ich bin Soziologin. Ich arbeite zum Thema sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend seit den frühen 1980er Jahren. Ritualisierte Gewalt ist ja eine Form organisierter Gewalt. Das bedeutet, dass diejenigen, die ritualisierte Gewalt in ihrer Erfahrung haben und das berichten, in aller Regel von einem größeren Personenkreis sexuelle Gewalt erlebt haben. Also jetzt nicht nur in einem 1:1-Verhältnis mit einem Täter oder einer Täterin, sondern mit in der Regel einer Vielzahl von Tätern und Täterinnen, ja, in einer gut organisierten Struktur, aus der es dann in der Regel auch kein Entkommen gab und zum Teil bis weit ins Erwachsenenleben hinein kein Entkommen gibt. Wenn man einmal quasi sich ausgeliefert gesehen hat einer solchen Gruppe, ja, die auch für ein Kind ja überhaupt nicht einzuschätzen ist, ne, und die als sehr, sehr machtvoll und sehr beherrschend erlebt wird, ja, dann ist es natürlich schwierig, im sozialen Kontext Vertrauen aufzubauen. Die Netzwerke sind ja für Kinder, zum Teil auch später noch für die Erwachsenen, vollkommen undurchschaubar. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und wem kann man vertrauen? Ne? Und diese sehr starke Misstrauensproblematik schränkt, genauso wie die Bedrohungslage, soziale Kontakte ein. Ja, das heißt, man leidet nicht nur innerpsychisch, ja, unter dem, was einem getan wurde. Und wir haben es ja zum Teil, also wie gesagt, mit häufiger, mit Gewalt durch mehrere Personen und auch zum Teil sehr schwerer sexueller Gewalt zu tun, sondern man leidet eben auch darunter, sehr einsam zu sein. Ich bin Ellen Engel, bin Rechtsanwältin für Strafrecht in Berlin, seit ungefähr 15 Jahren mit dem Thema ritualisierte Gewalt vertraut nicht, aber im Laufe der Zeit habe ich mir dazu eine ganze Menge Wissen angeeignet und viele Mandantinnen und Mandanten getroffen. Ich habe eine Vielzahl von Kindern vertreten, die durchaus fantastisch anmutende Dinge erzählen und diese Dinge sind tatsächlich so, dass sie immer wiederkehren. Ich habe beispielsweise ein Geschwisterpaar vertreten, das schon seit einigen Jahren aus der Herkunftsfamilie herausgenommen worden war, weil dort anscheinend schlimme Dinge passiert sind. Und das kleine Mädchen lebt in der Nähe von Wolfsburg und der größere Bruder lebt ganz oben in Norddeutschland und die beiden haben sich auch seit Jahren nicht gesehen. Ich habe beide vertreten, beide wurden vernommen in Strafverfahren und beide haben sehr identische Dinge erzählt zu ihren Erlebnissen, die aber für jemanden, der sich mit diesem Thema nicht auskennt, klingen wie Fantasiegeschichten. Da ist dann die Rede davon, dass irgendwelche Wölfe oder grüne Drachen ihnen Schlimmes angetan haben, dass jemand ihnen einen Stock in den Popo gepiekst hat, dass sie rote Götterspeise essen mussten und danach sich nicht mehr so richtig erinnern können, was passiert ist. Das waren Dinge, die gleichlautend waren bei diesen Kindern. Und mit den Kindern hat es aber trotzdem nicht dazu gereicht, dass eine Anklage geschrieben werden konnte, weil eben einfach die Aussagen solcher Kinder, die so fantastisch anmuten, ja, keinen Beleg dafür bringen, dass den Kindern tatsächlich etwas Schlimmes passiert ist. Und diese Kinder sind einfach nicht in der Lage zu sagen, es war in dem und dem Jahr, an dem und dem Ort und die Täter sahen genau so aus. Wir haben es ja zu tun mit einem ganz starken Glaubhaftigkeitsproblem. Ja? Und das ist diese spezifische Form auch des Täterschutzes, die diese rituellen Geschichten annehmen. Das heißt, je bizarrer die ganze Ausstattung
des Ganzen und die ganze Selbstinszenierung, ja, und je bizarrer auch die Ideologie, die da drum herum gelegt wird, ne, desto stärker wirkt der Täterschutz, weil eine solche Geschichte, die glauben normale Menschen nicht. Also das denkt man sich immer, das kann es doch gar nicht geben, sowas denkt man sich aus, oder Gott, die arme Person ist wahrscheinlich krank, wahrscheinlich glaubt sie selber dran, ja, und wahrscheinlich ist ihr irgendwas Schlimmes passiert, aber das kann uns gar nicht geben, ne? Das heißt, wir haben da unheimlich hohe Barrieren, dass das, was berichtet wird, zumindest in seinem Kern auch für tatsächlich möglich erachtet wird. Wenn das stimmt, was die Kinder erzählen, und viele Kinder haben es übereinstimmend geschildert, dann ist es möglicherweise so, dass tatsächlich die Täter Kinder gezielt verwirren, um eben deren Unglaubwürdigkeit darstellen zu können. Dass man so willenlos überall mitgegangen ist und wenn einer einen angehalten hat, auch gesagt hat, ja, das ist mein Onkel Lothar, wenn der mit einem irgendwo ins Hotel gegangen ist und einen irgendwo abgeliefert hat. Warum haben die Kinder nicht auf sich aufmerksam gemacht, auch nicht als Jugendliche? Und dann haben wir festgestellt, dass viele Täter dazu übergegangen waren, die Kinder regelrecht zu foltern, sie abzurichten wie einen Schäferhund auf dem Hundeplatz, mit Methoden von hungern lassen, dürsten lassen, einsperren, enorme Schmerz zufügen, Elektroschocks, Nadeln überall hin. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. Grausamsten Sachen, die man teilweise kaum sieht hinterher. Da waren die sehr raffiniert, konnten aber, ein Kollege hat das mal auf Englisch gesagt, unrestrained physical terror ausüben. Das heißt, ungehemmten körperlichen Terror, also Folter auf die Kinder, mit dem Ziel, die Kinder auch gezielt zu spalten. Und zwar so, dass der Schmerz unerträglich wird oder der Stress unerträglich wird, das Kind in dissoziativen Zustand geht. Das können die sehr schnell merken, wenn ein Kind dann so glasige Augen kriegt oder die Augen schließt oder wegdriftet, plötzlich keinen Schmerz mehr fühlt, erstarrt, erschlafft, was auch immer. Und die sagen dann, gleich wird der Schmerz aufhören. Dann wirst du die Augen aufmachen und die Augen aufmacht, wird Jasmin heißen zum Beispiel und Jasmin wird alles tun, was ich sage. So schaffen die Täter bestimmte Anteile. Diese Jasmin wird dann zum Beispiel angesprochen. Jasmin, komm raus. Und wenn jemand schon angefangen hat zu wechseln und auf Außenreize zu reagieren, dann gibt es einen Anteil Jasmin, der sagt, ah ja, was soll ich machen? Und nur weiß, hinter mir sind rasende Schmerzen. Aber das hat jetzt aufgehört und ich bin dankbar dem Mann, der mir das ermöglicht hat, dass die Schmerzen aufhören und ich mache alles, was der will. Ich sehe solche Anteile manchmal in der Therapie. Hast du mich jetzt gekauft, sagt ein Kind. Was soll ich machen? Soll ich mich ausziehen? Mit glasigen Augen. Dieses Kind hat das absolut gelernt. Das ist darauf trainiert. Und oder wenn ein Kind wimmernd vor mir zusammenbricht und sagt, der Aussucher kommt gleich, der Aussucher, muss ich jetzt gleich in den Käfig? Und man sieht, dass diese Kinder das erlebt haben. Also wir waren ja, hatten ja damals, hatte Gina ja, als das ja rauskam, nur mit dem sexuellen Missbrauch vom Stiefvater. Und er wurde ja nur verurteilt, weil er so einen Zettel in der Hosentasche hatte, ne? Mit so bestimmten Sachen, ne? Möchte ich jetzt hier auch gar nicht so aufführen, hat er 1,5 Jahre gekriegt. Und Gina hat ja noch vieles andere gesagt. Na, mit Kiste einsperren, mit Kutten und so. Das haben die gar nicht aufgeführt bei Gericht. Also da sind wir völlig untergegangen, hat man uns nicht geglaubt. Die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 weist 12.262 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften und damit einen Zuwachs von 64,6% zum Vorjahr. Auf unsere Anfrage, ob darunter auch Fälle ritueller Gewalt vorkämen, erklärt die Pressestelle des Bundeskriminalamtes, das Phänomen ritueller Missbrauch wird in der PKS nicht als solches erfasst. Vor diesem Hintergrund sind Aussagen hierzu nicht möglich. Es gab ganz, ganz viele Tage, wo es halt war, vor allen Dingen am Wochenende.
ne, weil wir mussten ja zur Schule. Ja, und da waren ganz viele Fehlzeiten. Ne? Das kann man auch aus den Unterlagen von unserer Schule sehen und solche Geschichten. Ne? Im Alter von 13 Jahren führen die Vergewaltigungen zu einer Schwangerschaft. Die Nikis werden verspätet in die nächste Klasse versetzt. Sie trägt das Kind aus, doch es soll nicht überleben. Als wir schwanger waren, da fehlten wir dann ein halbes Jahr. Ne? Wir sind später dann eingeschult worden, ne? In einer anderen Klasse. Ne? Weil es halt einfach nicht ging. Ne? Und wie alt wart ihr da als Sie? 14. Und was ist dann passiert? Das Kind wurde geopfert in einem Ritual. Wir hatten keine Beweise, dass wir schwanger waren, weil wir keine Gebärmutter mehr haben. Wir konnten das einfach nicht beweisen. Und die Kriminalbeamtin da, da hatten wir auch von Anfang an das Gefühl, die glaubt uns nicht. Für die Kindstötung zeigen sich die Nikis 2001 selbst an. 10 Jahre wurde ermittelt. 10 Jahre lang konnte nichts Gegenteiliges bewiesen werden. Doch dann wurde die Akte geschlossen. Immer wieder berichten Überlebende von rituellen Kindstötungen, an denen sie sich sogar selbst beteiligen mussten. Ein Grund mehr, warum sich so viele dazu entscheiden, zu schweigen. Im zweiten Teil unserer Dokumentation ergründen wir, warum Überlebenden ritueller Gewalt nicht geglaubt wird und was die Klärung von Fällen so schwierig macht. Wo müssen wir hinschauen, um rituelle Gewalt zu erkennen?